So, und da sind wir wieder bei Wild Arms 1. Wir haben jetzt neue tolle Zauber. Und ich setze doch gleich mal einen ein. Und zwar Invivible. Genau das. So, und dann sind wir auch echt unsichtbar. Krasse Sache, ey. Ja, jedenfalls, Effekt dieses Zaubers ist, ich kann jetzt schön in Ruhe diese Insel hier erkunden. Und was haben wir hier? Antike Arena. Aha. Ich glaube, das ist die Arena von denen, die da gesprochen haben, also die Flaschenpost. Wobei ich der Meinung bin, das mache ich irgendwie mal gesondert. Oder irgendwie, beziehungsweise zum späteren Zeitpunkt. Was soll das hier? Schon vorbei, oder wie? Ah, ist also zeitlich begrenzt. Aber ich kann doch laufen, ne? Und ich krieg doch einen Kampf. Also ist nur die Kampfquote deutlichst verringert, statt aufgehoben. Mein Gott, seid ihr hässlich. Mandragoras. Also Mandragoras habe ich irgendwie anders in Erinnerung. Irgendwie so eher pflanzenartig, statt so monsterartig wie aus dem Cthulhu-Mythos. Ein Lähmungsdorn. Und noch ein Lähmungsdorn. Ah, ja. Der nichts abzieht. Und die Viecher scheinen recht stark zu sein. Ja, und wenn die Viecher hier draußen schon recht stark sind, ich glaube, dann werde ich in der Arena nicht lange überleben. Mein Gott, 615. Wollt ihr mich rollen? Jo. Jetzt ist ja hier alles vertreten, oder wie? Uiuiuiui. Das sieht gar nicht gut aus. Ich würde sagen, wir laufen einfach mal weg. Hab ich wirklich... Oh nee, was ist das denn? Jetzt greifen die alle an, ne? Genau so ist das nämlich. Nochmal bitte. Boah, zu langsam, tatsächlich. Was für eine Scheiße. Ey, jetzt ist sie auch gelähmt. Ich glaube, ich versage hier gegen ganz normale Gegner. Ich kann jedenfalls nichts mehr machen. Oh, ich hätte weglaufen sollen. Ohne Witz. Na, immerhin Condition Green. Super Treffer. Und das Vieh ist immer noch nicht tot. Nee, tut mir leid. Wir laufen trotzdem weg. Alter. Nein, bitte nicht. So, alle immerhin jetzt gerade Condition Green. Gut, dann würde ich mal sagen, wir geben jetzt richtig Stoff. Raketenwerfer, und du müsstest jetzt mal jemanden wiederbeleben. Und zwar den Jack. Oh, krass. Nein, nicht Kreisch. Oh nein, bitte nicht. Gut, nur sie ist gelähmt. Die Viecher müssen wir leider tot machen, aber... Och, krass, ey. Wie stark die doch sind. So, noch 6 hat da. Nee, Meteorsprung, hau rein. Rudi haut ja auch rein. Und dann müsste er sterben, hoffentlich. Oh, oh, oh. Jetzt sieht das nicht gut aus. Ah, Glück gehabt. So, und jetzt stirb.
Ich glaube, wir sind hier in ein Gebiet, in das wir noch nicht so wirklich sein sollten. Nee, das müsste jetzt so funktionieren. Mit Meteorsprung zusammen. Ich hoffe, das klappt jetzt, dass der stirbt. Jawohl. Boah, haben wir ein Schwein gehabt, ey. 3400 und 5000 Geller. Alter Vater. Jetzt müssen wir erstmal kurz die Lähmung aufheben und das geht, glaube ich, mit Balsam, genau. Uiuiuiui. Dafür nehmen wir das normale Heal. So, und jetzt gehe ich nochmal hier in diese einsame Zunft, um mich nochmal zu heilen. Also, aua, krass. Ohne Witz. Krasse Gegner. So. Ja, wir möchten nochmal deinen Trank ausprobieren, ne? Auch wenn er scheußlich schmeckt, oder wie die hier sagen, graulich. Gut, und dann würde ich sagen, bloß weg von hier. Und wir haben ja in Edelheit noch den Tipp bekommen, ganz im Osten. Da gibt es irgendwie, ja, ein Haus von einem Waffenmeister. Ja, und im Osten. Und da ist eine kleine Ortschaft und ich glaube, das ist Burg Seim. Und da möchte ich jetzt mal ausprobieren, ob dieser Teleport wirklich das hält, was er verspricht. Tatsächlich, ich kann hier echt diese Orte hier auswählen, ne? Es ist echt krass. So, Burg Seim haben wir hier. Und weg sind wir. Und jetzt sind wir in Burg Seim. Hey, krasse Sache. Ja, wenn wir schon da sind, möchte ich auch unseren bisherigen Fortschritt jetzt endlich auch mal speichern. Und am besten bei dem Vogel hier. Und auf dem Speicherplatz. Ja, da haben wir doch viel erreicht zwischendurch. Gut. Hast du noch was zu sagen? Das ist Burg Seim, das Dorf ist Zwischenstation für Traumjährige auf ihrer Reise ins südliche Meer. Okay. Ja, und dann wollen wir doch mal gucken, ob wir irgendwo hier was finden. Hey, cool, mein Schiff ist jetzt auch wieder da. Reißt das etwa mit, wenn ich teleportiere? Cool. Und hier steht noch mein Golem unten rechts. So, dann fahren wir doch mit dem Schiff. Da ist etwas in der schönen Flasche. Ein Wappenbild. Ja, coole Sache. So, und ja, legen wir doch mal hier an. Und schalten mal wieder auf unsichtbar. Weil ich würde gerne in Ruhe hier ausprobieren, gucken. Über die Brücke. Ich glaube, die haben wir schon mal gesehen, ne? So, wo gehen wir jetzt hin? Hier ist noch irgendwie was. Oh, hier ist wirklich was. Vergessene Ruine. Okay. Das sieht wohl eher aus wie ein vergessenes Haus. In den Büschen ist nichts, oder? Ja, es sieht auch ziemlich ramponiert aus, wenn ich mir so das Dach angucke. So, was können wir hier machen? Lesen wir mal die Bücher. Ein altes Tagebuch. Möchtest du es lesen? Ja, bitte. Tief in einer verbarrikadierten Ruine fand ich ein kleines Wesen im Winterschlaf. Ich weiß nicht, wie wichtig dies für meine Studien der Altertümer sein wird. Aber ich werde dieses kleine Wesen mit in unsere Welt nehmen und ihm mein kurzes Leben widmen. Ein altes Tagebuch? Irgendwie spinnt. Ja, hat gerade mein Controller gesponnen. Ich konnte zwar die Aktionstasten benutzen, aber nicht die Richtungstasten. Sehr toll. So. Und noch ein altes Tagebuch. Das verbotene Leben, das in das Reich der Götter eindrang. Ist dies ein Ergebnis der legendären Schlacht mit den Dämonen? Verwirrte Menschen bringen ihr Leben durcheinander. Wir hatten das Reich der Götter nicht betreten sollen.
Dieses kleine Wesen stammt aus der Zeit der Legenden. Dieses kleine Wesen benutzt die verbotenen Kräfte, als wären sie ein Spielzeug. Was hatten die Menschen vor 1000 Jahren von diesem kleinen Wesen erwartet? Ja, das erfahren wir bestimmt in diesem alten Tagebuch. Dieses von Menschen erschaffene Kind wuchs bei uns auf. Boah, von Menschen erschaffen? Erstaunlich, dieses Kind weiß, was Schmerz ist. Obwohl es als Waffe erschaffen wurde, kann es Schmerz erlernen, dann kann es auch Mitleid erlernen. Ich rede mit diesem vom Menschen erschaffenen Wesen als mein eigenes Kind. Ich habe jetzt das Wort eigenes mal dazu gedichtet. Klang besser. Ja, dieses Kind ist menschenartiger als jedes andere, das ich kenne. Ab heute soll es mein Enkel sein. Sein Name soll sein. Ja? Ja, super. Sein Name ist nicht bekannt. Was liegt denn hier auf dem Tisch? Ocarina erhalten. Es ist eine Notiz unter der Ocarina. Die Ocarina der Riesen wird den registrierten Golem an den gewünschten Ort rufen. Die Existenz vom Steinkreuz, dem Nachfolger des Golems, der vor 1000 Jahren während der Kämpfe erschaffen wurde, wurde bestätigt. Also unser. Eines Tages wird ein aktiver Golem ausgegraben. Das ist dann die Chance, sie zu testen. Ich kann's kaum erwarten. Okay, heißt das jetzt kurz gesagt, ich kann mit dieser Ocarina jetzt so dülülüt und dann kommt mein Golem, oder wie? Munition. Okay, ich wollte hier eigentlich diese Notiz an Dings lesen, aber gut, okay. Ja, und ich denke mal, hier gibt es weiter nichts. Und ich denke mal, das war auch Sepps Haus, ne? Jo. Denn, mal kurz sortieren. Da ist die Ocarina. Du kannst den du kannst den Erdgolem hier nicht herbeirufen. Ja, warum denn nicht? Wo kann ich das dann? Hier vielleicht? Tatsächlich, Alter, wie krank ist das denn? Das Gute ist, ich werde dann auch nicht mehr angegriffen von irgendwelchen Gegnern, ne? Da hat sich dieser Zauber Invisible ja schon wieder fast erledigt. Wenn ich jetzt hier meinen Golem überall anrufen kann. Naja, egal. Ich glaube, hier oben können wir so mit dem Schiff gar nicht durch, ne? Also, mal mit dem Golem probieren. Doch, das ist ein kleines Fleckchen. Willkommen, was kann ich für dich tun? Ja, Heilbeeren. Oh, Trankbeeren. So, Hybriddolch. Okay. Ja. Ja, Waffen kaufen. Gleich mit ausrüsten. Ja, tolle Sache. Cool, gleich mal stärker geworden. Oh ja, Hüte. Super, dann haben wir uns neu ausgerüstet. Von der Trankbeere können wir nicht mehr tragen. Hiervon haben wir eh schon 33. Wobei ich bezweifle, dass wir jeder von eine gekauft haben. Gut, und ja, wo gehen wir denn jetzt am besten hin? Ich erkunde mal dieses kleine Plätzchen hier. Vielleicht gibt es ja noch was. Nee, ich glaube, hier ist nichts mehr, wa? Durch Wald kann er ja auch nicht gehen. Ja, schön mal gegen den Berg gelaufen. Gut. Ab ins Schiff. Dann gehen wir nochmal in Burg seinen Speichern.
Das war ja klar. Kurz davor kommen natürlich Gegner. Oh, zwei Griffin. Oder Griffin oder wie auch immer, die sich da gerade schimpfen. Sind wir dir jeweils schon mal begegnet hier? Ich meine, wir waren ja schon mal in Burgsheim, aber... Ich kann mich jedenfalls nicht an diese Monstergattung erinnern. Aber die scheinen auf dem Stand der Dinge zu sein, denn... Hey, der hat alle drei Angriffe von uns überlebt. So, jetzt machen wir dem aber auch den Chaos. Gut. 1800 und 3200. Ja, immerhin, ne? Gut. Ja, dann würde ich trotzdem mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, liebe Leute, bis dann und ciao.